Ja, herzlich willkommen zu unserer musikalischen Lesung der anderen Art. Wir, das sind Robert Mayer am Theremin, einem ganz besonderen Instrument, was heute sich hier in der Kiste das erste Mal die Ehre gibt oder zum wiederholten Mal? Das kann ich nicht sagen. Zum ersten Mal. Zum allerersten Mal, es ist Premiere. Und am Synthesizer dann Roman Zilski-Schaule, auch genannt. An den Percussion, am Schlagwerk und ich als sozusagen Leserin, um euch so in andere Sphären und Welten zu entführen, sind wir hier heute da. Ich habe Gedichte ausgewählt aus dem 19. und 20. Jahrhundert vorwiegend, die sehr melancholisch, die aber auch inspirierend, die mitweilen auch verträumt anmuten, aber alle um das gleiche Thema handeln, nämlich unsere Endlichkeit. Und das ist so ein bisschen auch chronologisch aufgebaut, dass man sozusagen von den Anzeichen des Todes über Gedanken, wie es dann wohl wäre, wenn man verstorben ist, bis hin zur Beerdigung und der Trauerzeit danach handeln. Lasst euch überraschen, diesen Abend werdet ihr nicht so schnell vergessen. Beginnen möchte ich mit einem Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff. Diese lebte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und hat einige Novellen und Balladen geschrieben. Und sie hat damals geäußert, ich mag und will jetzt nicht berühmt werden. Aber nach 100 Jahren, da möchte ich schon gelesen werden. Und das hat sie auch tatsächlich geschafft. Sie ist wirklich bekannt und zählt zu den bedeutendsten Dichterinnen des beginnenden 19. Jahrhunderts. Und sie hat Der Todesengel geschrieben. Der Todesengel. Es gibt eine Sage, dass wenn plötzlich matt, unheimlich schaudernd einen übergleite, dass dann, ob seiner künftigen Grabesstatt, der Todesengel schreite. Ich hörte sie und malte mir ein Bild mit Trauerlocken, mondbeglänzter Stirne, so schaurig schön, wie es wohl zuweilen quillt im schwimmenden Gehirne. In seiner Hand sah ich den Ebenstab, mit leisem Strich des Bettes Lage messen, so weit das Haupt, so weit der Fuß, hinab, verschüttet und vergessen. Mich graute, doch ich sprach dem grauen Hohn, ich hielt das Bild in Reimes Netz gefangen, und frevelnd wagt ich aus der Totenkron, ein Lorbeerblatt zu langen. Oh, manche Stunde denk ich jetzt daran, fühl ich mein Blut so matt und stockend schleichen. Schaut aus dem Spiegel mich ein Antlitz an, ich mag es nicht vergleichen. Als ich zuerst dich auf dem Friedhof fand, tiefsinnig um die Monumente streifend, den schwarzen Ebenstab in deiner Hand, entlang die Hügel streifend. Als du das Auge hobst, so scharf und nah, ein leises Schaudernd plötzlich mich befangen. O wohl, wohl ist der Todesengel da über mein Grab gegangen. Thank you.
Hermann Hesse. Traurigkeit. Die mir noch gestern glühten, sind heute dem Tode geweiht. Blüten fallen um Blüten vom Baum der Traurigkeit. Ich sehe sie fallen, fallen wie Schnee auf meinen Pfad. Die Schritte nicht mehr hallen, das lange Schweigen naht. Der Himmel hat nicht Sterne, das Herz nicht Liebe mehr. Es schweigt die graue Ferne. Die Welt ward alt und leer. Wer kann sein Herz behüten in dieser bösen Zeit? Es fallen Blüten um Blüten vom Baum der Traurigkeit. Himmel hat nicht Sterne, und das Herz nicht Liebe mehr. Es schweigt die graue Ferne. Die Welt ward alt und leer. Die Welt ward alt. Thank you.
fallen Blüten und Blüten am Baum der Traurigkeit. Von der irdischen Traurigkeit zur Himmelstrauer von Nikolaus Lenau. Dieser lebte ähnlich wie die Annette von Droste-Hülshoff in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ein Dichter des Biedermeier und ein Naturlyriker. Himmelstrauer. Am Himmelsantlitz wandelt ein Gedanke. Die düstere Wolke dort, so bang, so schwer. Wie auf dem Lager sich der Seelenkranke, wirft sich der Strauch im Winde hin und her. Vom Himmel tönt ein Schwermut mattes Grollen. Die dunkle Wimper blinzelt manches Mal. So blinzeln Augen, wenn sie weinen wollen. Und aus der Wimper zuckt ein schwacher Strahl. Nun schleichen aus dem Moore kühle Schauer und leise Nebel übers Heideland. Der Himmel ließ, nachsinnend seiner Trauer, die Sonne lässig fallen aus der Hand. Theodor Storm, Einer Toten, von 1847. Und damit kommen wir zum Eintritt des Todes. Einer Toten, du glaubtest nicht an frohe Tage mehr. Verjährtes Leid ließ nimmer dich genesen. Die Mutterfreude war für dich zu schwer. Das Leben war dir gar zu hart gewesen. Er saß bei dir in letzter Liebespflicht. Noch eine Nacht, noch eine war gegeben. Auch die verrann. Dann kam das Morgenlicht. Mein guter Mann, wie gerne wollte ich leben. Er hörte still die sanften Worte an, wie sie sein Ohr in bangen Pausen trafen. Sorg für das Kind. Ich sterbe, süßer Mann. Dann, halb verständlich noch, nun will ich schlafen. Und dann nichts mehr. Du wurdest nimmer wach, dein Auge brach, die Welt ward immer trüber. Der Atem Gottes wehte durchs Gemach, dein Kind schrie auf und dann warst du hinüber. Das aber kann ich nicht ertragen. Dass so wie sonst die Sonne lacht. Dass wie in deinen Lebenstagen. Die Uhren gehen, die Glocken schlagen. Einförmig wechseln Tag und Nacht. Dass wenn des Tages Lichter schwanden, wie sonst der Abend uns vereint, und dass wo sonst dein Stuhl gestanden, schon andere ihre Plätze fanden, und nichts dich zu vermissen scheint. Indessen von den Gitterstäben, die Mondesstreifen schmal und karg, in deine Gruft hinunterweben. Und mit gespenstig trüben Leben hinwandeln über deinen Sarg. Thank you.
Tag für das Kind. Ich sterbe.1824 begab sich Heinrich Heine auf eine Wanderung durch den Harz und veröffentlichte diese 2 Jahre später unter dem Titel Die Harzreise. Diese zählt bis heute zu seinen bekanntesten Texten und ist heute touristisch auch nachvollziehbar mit dem Heinrich-Heine-Weg im Harz. Bei dieser Harzreise gibt es eine Geschichte, die ja mit unserer Thematik heute Abend im Zusammenhang steht. Und die möchte ich hier gerne einmal vorlesen. In jener Nacht, die ich in Goslar zubrachte, ist mir etwas höchst Seltsames passiert. Noch immer kann ich nicht ohne Angst daran zurückdenken. Ich bin von Natur aus nicht ängstlich und Gott weiß, dass ich niemals eine sonderliche Beklemmung empfunden habe, wenn zum Beispiel eine blanke Klinge mit meiner Nase Bekanntschaft zu machen suchte oder wenn ich mich des Nachts in einem verrufenen Walde verirrte oder wenn mich im Konzert ein gähnender Leutnant zu verschlingen drohte. Aber vor Geistern fürchte ich mich fast so sehr wie der österreichische Beobachter. Was ist Furcht eigentlich? Kommt sie aus dem Verstande oder aus dem Gemüt? Über diese Frage disputierte ich so oft mit dem Dr. Saul Ascher, wenn wir in Berlin im Café Royal, wo ich lange Zeit meinen Mittagstisch hatte, zufällig zusammentrafen. Er behauptete immer, wir fürchten etwas, weil wir es durch Vernunftschlüsse für furchtbar erkennen. Nur die Vernunft sei eine Kraft, nicht das Gemüt. Während ich gut aß und trank, demonstrierte er mir fortwährend die Vorzüge der Vernunft. Gegen das Ende seiner Demonstration pflegte er nach seiner Uhr zu sehen und immer schloss er damit: Die Vernunft ist das höchste Prinzip. Vernunft. Wenn ich jetzt dieses Wort höre, so sehe ich noch immer den Dr. Saul Ascher mit seinen abstrakten Beinen, mit seinem engen transzendentalgrauen Leibrock und mit seinem schroffen, frierend kalten Gesichte, das einem Lehrbuche der Geometrie als Kupfertafel dienen konnte. Dieser Mann, tief in den 50ern, war eine personifizierte gerade Linie.
In seinem Streben nach dem Positiven hatte der arme Mann sich alles Herrliche aus dem Leben herausphilosophiert. Alle Sonnenstrahlen, allen Glauben und alle Blumen. Und es blieb ihm nichts übrig als das kalte, positive Grab. Auf den Apoll von Belvedere und das Christentum hatte er eine spezielle Malice. Gegen Letzteres schrieb er sogar eine Broschüre, worin er dessen Unvernünftigkeit und Unhaltbarkeit bewies. Er hat überhaupt eine ganze Menge Bücher geschrieben, worin immer die Vernunft von ihrer eigenen Vortrefflichkeit renommiert und wobei es der arme Doktor gewiss ernsthaft genug meinte und also in dieser Hinsicht auch alle Achtung verdiente. Darin aber bestand ja eben der Hauptspaß, dass er ein so ernsthaft närrisches Gesicht schnitt, wenn er dasjenige nicht begreifen konnte, was jedes Kind begreift, weil es eben ein Kind ist. Einige Male besuchte ich auch den Vernunftdoktor in seinem eigenen Hause, wo ich schöne Mädchen bei ihm fand. Denn die Vernunft verbietet schließlich nicht die Sinnlichkeit. Als ich ihn einst ebenfalls besuchen wollte, sagte mir sein Bedienter, der Herr Doktor ist eben gestorben. Ich fühlte nicht viel mehr dabei, als wenn er sagen würde, der Herr Doktor ist ausgegangen. Doch zurück nach Goslar. Das höchste Prinzip ist die Vernunft, sagte ich beschwichtigend zu mir selbst, als ich ins Bett stieg. Indessen es half nicht. Ich hatte eben in Warnhagen von Enses deutsche Erzählungen, die ich von Clausthal mitgenommen hatte, jene entsetzliche Geschichte gelesen, wie der Sohn, den sein eigener Vater ermorden wollte, in der Nacht von dem Geiste seiner toten Mutter gewarnt wird. Die wunderbare Darstellung dieser Geschichte bewirkte, dass mich während des Lesens ein inneres Grauen durchfröstelte. Auch erregen Geistererzählungen ein noch schauerliches Gefühl, wenn man sie auf der Reise liest und zumal des Nachts in einer Stadt, in einem Hause, in einem Zimmer, wo man noch nie gewesen. Wie viel Grässliches mag sich schon zugetragen haben auf diesem Flecke, wo du eben liegst. So denkt man unwillkürlich. Überdies schien der Mond so zweideutig ins Zimmer herein. An der Wand bewegten sich allerlei unberufene Schatten, und als ich mich im Bett aufrichtete, um hinzusehen, erblickte ich... Oh, es gibt nichts Unheimlicheres, als wenn man bei Mondschein das eigene Gesicht zufällig im Spiegel erblickt. In demselben Augenblicke schlug eine schwerfällige, gähnende Glocke, und zwar so lang und langsam, dass ich nach dem 12. Glockenschlage sicher glaubte, es seien unterdessen volle 12 Stunden verflossen. Und es müsste wieder von vorn anfangen, 12 zu schlagen. Zwischen dem vorletzten und letzten Glockenschlage schlug noch eine andere Uhr, sehr rasch, fast keifend grell und vielleicht ärgerlich über die Langsamkeit ihrer Frau Gevatterin. Als beide eiserne Zungen schwiegen und tiefe Totenstille im ganzen Hause herrschte, war es mir plötzlich, als hörte ich auf dem Korridor vor meinem Zimmer etwas schlottern und schlappen, wie der unsichere Gang eines alten Mannes. Endlich öffnete sich meine Tür und langsam trat herein der verstorbene Dr. Saul Ascher. Ein kaltes Fieber rieselte mir durch Mark und Bein. Ich zitterte wie Espenlaub und kaum wagte ich, das Gespenst anzusehen. Er sah aus wie sonst. Derselbe transzendentalgraue Leibrock, dieselben abstrakten Beine und dasselbe mathematische Gesicht. Nur war dieses etwas gelblicher als sonst. Auch der Mund, der sonst 2 Winkel von 22,5 Grad bildete, war zusammengekniffen. Und die Augenkreise hatten einen größeren Radius.
schwankend und wie sonst sich auf sein spanisches Röhrchen stützend, näherte er sich mir und in seinem gewöhnlichen, mundfaulen Dialekte sprach er freundlich: Fürchten Sie sich nicht und glauben Sie nicht, dass ich ein Gespenst sei. Es ist Täuschung Ihrer Fantasie, wenn Sie mich als Gespenst zu sehen glauben. Was ist ein Gespenst? Geben Sie mir eine Definition. Deduzieren Sie mir die Bedingungen der Möglichkeit eines Gespenstes. In welchem vernünftigen Zusammenhang stände eine solche Erscheinung mit der Vernunft? Die Vernunft, ich sage, die Vernunft. Und nun schritt das Gespenst zu einer Analyse der Vernunft, zitierte Kants Kritik der reinen Vernunft, zweiter Teil, erster Abschnitt, zweites Buch, drittes Hauptstück. Die Unterscheidung von Phänomena und Nomena konstruierte alsdann den problematischen Gespensterglauben, setzte einen Syllogismus auf den anderen und schloss mit dem logischen Beweise, dass es durchaus keine Gespenster gibt. Mir unterdessen lief der kalte Schweiß über den Rücken. Meine Zähne klapperten wie Kastagnetten und aus Seelenangst nickte ich unbedingte Zustimmung bei jedem Satz, womit der spukende Doktor die Absurdität aller Gespensterfurcht bewies. Und derselbe demonstrierte so eifrig, dass er einmal in der Zerstreuung statt seiner goldenen Uhr eine Handvoll Würmer aus der Uhrtasche zog und seinen Irrtum bemerkend mit possierlich ängstlicher Hastigkeit wieder einsteckte. Die Vernunft ist das Höchste. Da schlug die Glocke eins und das Gespenst verschwand.
Ein Gedicht aus der Zeit der Aufklärung. Joachim Heinrich Campe. Abendempfindung. Abend ist's. Die Sonne ist verschwunden und der Mond strahlt Silberglanz. So entfliehen des Lebens schönste Stunden, fliehen vorüber wie im Tanz. Bald entflieht des Lebens bunte Szene und der Vorhang rollt herab. Aus ist unser Spiel, des Freundes Träne fließet schon auf unser Grab. Bald vielleicht, mir weht wie Westwind leise eine stille Ahnung zu, schließ ich dieses Lebens Pilgerreise, fliege in das Land der Ruh. Werdet ihr dann an meinem Grabe weinen, trauernd meine Asche sehen? Dann, o Freunde, will ich euch erscheinen und will Himmel auf euch wehen. Schenk auch du ein Tränchen mir und pflücke mir ein Veilchen auf mein Grab. Und mit deinem seelenvollen Blicke sieh dann sanft auf mich herab. Weih mir eine Träne und ach, schäme dich nur nicht, sie mir zu weihen. O, sie wird in meinem Diademe dann die schönste Perle sein. Thank you.
Liebe, Tod und Leben. Das ist das Wesentliche. Dieser Auffassung war der libanesische Philosoph Khalil Gibran. Und er hat in seinen Werken sehr viel Wegweisendes und Wahres für die Nachwelt hinterlassen. Ich finde, er ist ein Zauberer der Worte. Denn wenn man seine Bücher liest, dann werden so ganz andere Sphären einen eröffnet. Er versteht es sehr bildhaft, zu schreiben und nachzudenken. Und er hat in seinem Prophet von 1923 über den Tod und das Sterben und das danach, diese Ahnung oder diese Vorstellung, Folgendes geschrieben. Ihr möchtet nun wissen um das Geheimnis des Todes? Aber wie solltet ihr es finden, wenn ihr es nicht im Herzen des Lebens sucht? Die Eule, deren Nachtauge am Tage blind sind, kann das Mysterium des Lichts nicht entschleiern. Wenn ihr wirklich den Geist des Todes schauen wollt, öffnet eure Herzen weit dem Körper des Lebens. Denn Leben und Tod sind eins, so wie der Fluss und das Meer eins sind. In der Tiefe eurer Hoffnungen liegt euer stilles Wissen um das Jenseits. Und wie der Samen, der unter dem Schnee träumt, träumt euer Herz vom Frühling. Traut den Träumen, denn in ihnen ist das Tor zur Ewigkeit verborgen. Denn was heißt Sterben anderes, als nackt im Wind zu stehen und in der Sonne zu schmelzen? Und was heißt nicht mehr zu atmen anderes, als den Atem zu befreien vom rastlosen Lauf, damit er ungehemmt aufsteige und sich entfalte? Erst wenn ihr aus dem Fluss des Schweigens getrunken habt, werdet ihr wahrhaft singen. Und erst wenn ihr den Gipfel des Berges erklommen habt, werdet ihr zu steigen beginnen. Und wenn die Erde eure Glieder fordert, dann werdet ihr wahrhaft tanzen. Thank you.
Herzlichen Dank. Ja, wir hoffen, dass euch unsere Interpretation der Gräberpoesie und Gruftgesänge gefallen hat. Nochmal ganz kurz, was ich ja am Anfang vergessen habe. Also es handelt sich bei den beiden Jungs um Signalfarbe Schwarz, die sich jetzt auch unlängst gegründet haben, aber schon ganz, ganz lange, 10 Jahre zusammenarbeiten, verschiedene Projekte haben, auch in der gleichen Band spielen, Schramm nämlich mit Namen. Und wir haben schon viel zusammen erlebt und auf die Beine gestellt. Wir sind mit diesem Programm dieses Jahr zum allerersten Mal auf dem WGT in der Feierhalle des Südfriedhofes aufgetreten. Und sie begleiten mich aber auch bei anderen Veranstaltungen wie der Herbstmondnacht im November dann auf dem Wismarer Friedhof. Da kann man diese surrealen Klänge dann über dem ganzen Friedhof hören. Das hat wirklich etwas ganz, ganz Mystisches. Da kann man förmlich sehen, wie die Geister da aus ihren Gräbern steigen. Und auch mit anderen Formaten. Wir wünschen euch noch eine wunderbare Kulturnacht. Viel Spaß und vielen Dank, dass ihr da wart. Und zum Abschluss kommt noch ein Stück, ein ganz kurzes, ein Zusammenschnitt aus verschiedenen bekannten Melodien. Es gibt auch eine ganz kleine lustige Sache dabei, vielleicht erkennt ihr sie wieder.